hilft bei gezielten Tötungen in Afghanistan. Nach Angaben des früheren deutschen NATO-Kommandeurs Rams liefern Bundeswehrsoldaten Zieldaten für Drohnenangriffe auf Taliban-Stellungen. Die Opposition in Berlin fordert von der Bundesregierung Aufklärung. Millionen Deutsche zahlen überhöhte Gaspreise. Einer Studie zufolge geben die Energieversorger die gesunkenen Einkaufspreise kaum oder gar nicht an die Verbraucher weiter. Experten raten, nach neuen Tarifen zu fragen und den Anbieter zu wechseln. Das Wetter heute Abend und in der Nacht bewölkt mit Regen oder Nieselregen, im Harz noch Schnee bei 0 bis 5 Grad. Und hier kommt NR2 Verkehrsservice für den ganzen Norden. Mit 5 Kilometer stockendem Verkehr auf der A1 Bremen Richtung Hamburg zwischen dem Waschlerkreuz und Stillhorn. Und dann noch eine Meldung für die A29 Adlon Heide Richtung Wilhelmshaven. Zwischen dem Kreuz Oldenburg Ost und Oldenburg Hafen behindert immer noch ein Unfall. Ihre Fahrt. Das war's. Gute Fahrt. Das Beste zum Schluss. Ich halte sofort wieder meine Klappe, denn hier kommt der Wunschhit von Caro Kofka. Von Chamba Wamba. No, because
psychopath too. Yeah. It's because he has a slow car. Now we're down to 80. What's that?